Hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten Video von uns. Heute geht es um ein Thema, was für viele Menschen mit Thalassämie schwierig ist, nämlich Kinderwunsch und Familienplanung. Unsere Protagonistin Katharina hatte das große Glück, dass sie ihre Kinder auf natürlichem Wege bekommen konnte, aber das ist für viele keine Selbstverständlichkeit. Viele Frauen mit Thalassämie wissen gar nicht, dass sie überhaupt Kinder bekommen könnten und haben halt auch außerhalb der Spezialzentren keine wirkliche Anlaufstelle mit Ärzten mit gutem Wissen, die sie beraten und ihnen helfen können und durch die Schwangerschaft führen. Leider ist es immer noch so, dass ein Großteil der jetzt erwachsenen Thalassämie-Patienten unter Hormonstörungen leiden. Also die Entwicklung hin zur normalen Pubertät, dann später, wenn die denn erfolgt ist, die Frage der Fruchtbarkeit, die Frage, wie lange hat eine Frau einen normalen Zyklus und so etwas. Das ist in der Regel deutlich kürzer als bei einer gesunden Frau bei solchen Patienten. Früher war das so, dass man gesagt hat, dass dann keine Therapie möglich ist und dass die Patienten keine Kinder kriegen können. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und man muss eigentlich sagen, dass wir doch den Großteil der Patienten, die Kinderwunsch haben, den auch erfüllen können. Natürlich dann mit Hilfe von Endokrinologen, die dann eben helfen und bei den Frauen mit einer Hormontherapie den Eisprung auslösen können oder bei Männern mit einer Hormontherapie dann dazu, dass das dazu führt, dass sie dann eben eine Spermiogenese mit fruchtbaren Spermien entwickeln können. Es ist für Paare psychisch belastend, wenn sie Kinderwunsch haben und es nicht klappt oder die Therapie sich hinzieht und über viele Monate oder vielleicht auch Jahre und sie das Gefühl haben, dass das nicht klappt und sie nicht schwanger werden können. Irgendwo im Hintergrund spukte natürlich das mal rum, dass man eventuell dann eine Prozedur irgendwie der künstlichen Befruchtung vielleicht machen müsste. Ja, aber das hat sich dann ja Gott sei Dank gut gelöst. Es ist immer noch so, dass es bei den Frauen leichter ist als bei den Männern. Viele Männer bekommen vorher aufgrund ihres Hypogonadismus eine Substitution mit Testosteron. Das ist ein Sexualhormon. Das muss vorher abgesetzt werden, weil alleine diese Testosteronsubstitution dazu führt, dass die Spermien nicht fruchtbar sind. Das heißt, das ist sozusagen schon mal eine langfristige Planung. Man muss mindestens 6 Monate die Testosteronsubstitution abgesetzt haben, bevor man überhaupt fruchtbare Spermien haben kann. Was für beide gilt, ist, dass es unbedingt notwendig ist, bevor überhaupt man an Familienplanung denkt, dass man den Partner testen lässt, ob der eventuell auch Träger ist für eine Thalassämie oder eine Hämoglobinopathie, wie zum Beispiel Sichelzellträger. Sollte der zukünftige Partner die kleine Form haben, also die Thalassämie minor haben, also eine Mutation haben, dann besteht die Gefahr zu 50%, dass die Kinder wieder eine Thalassämie major haben und zu 50%, dass die Kinder nur eine Minorform haben. Das heißt, nicht nur wenn der Partner aus einem Risikoland stammt, sondern auch wenn der Partner aus einem Land wie Deutschland oder Holland, Dänemark stammt, muss der getestet werden. Es war ja so, dass ich einfach, sage ich mal, unverhofft schwanger geworden bin. Und dann haben wir natürlich meinen Mann auf Thalassämie testen lassen, ob er Träger ist, weil es ja nun inzwischen auch Nordeuropäer gibt, die Träger sind. Und wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass es da irgendwie vielleicht zu einem erkrankten Kind auch noch kommt. Dann ist es wichtig für beide Patienten, dass geguckt werden muss, ist eine Eisenüberladung für die Frauen, ist das besonders wichtig. Die Schwangerschaft ist sehr anstrengend für das Herz, also auch für jemanden, der keine Thalassämie hat, ist eine Schwangerschaft, merkt man, dass das anstrengend ist für die Herzfunktion. Das heißt, es ist elementar wichtig, dass vorher geguckt wird, ob eine Herzeisenüberladung vorliegt. Sollte die vorliegen, sollte die
Patientin nicht schwanger werden, sondern muss erstmal eine intensivierte Eisenchelatotherapie machen, um das Eisen aus dem Herzen zu bekommen und danach erst schwanger werden. Die Gefahr, dass es sonst die Frau die Schwangerschaft nicht überlebt oder kurz nach der Geburt verstirbt, ist zu groß, sodass das auf jeden Fall beachtet werden muss. Ich wurde natürlich noch engmaschiger überwacht als eine normale Schwangere mit gynäkologischen Untersuchungen und Blutuntersuchungen. Schwangere Patientinnen mit einer Thalassämie major müssen frühzeitig an eine Entbindungsklinik angebunden werden. Insofern finde ich das immer ganz gut, wenn es wie so ein Dreieck ist, dass man zusammenarbeitet mit Hämatologen, Gynäkologen und zukünftiger Entbindungsklinik. Patientinnen erhalten häufiger Ultraschalluntersuchungen, als es in einer Schwangerschaft sonst üblich ist, um zu schauen, dass das Kind auch gut wächst. Es kann sein, dass der Transfusionsbedarf sich etwas steigert. Wir wollen auf jeden Fall, dass der HB bei 10 liegt vor der Transfusion. Die Transfusionsabstände sind viel kürzer geworden. Also ab dem 5. Schwangerschaftsmonat wurde ich statt alle 14 bis 21 Tage, alle 10 Tage, manchmal alle 8 Tage transfundiert, dass das Kind kein Risiko erfährt, unterversorgt zu sein und um mich fit und gesund zu halten für eine Schwangerschaft. Für Thalassämie major Patientin hat sich die Familienplanung in den letzten Jahren sehr verändert. Viele Patientinnen bzw. die Eltern noch von den Patientinnen, dem wurde damals im Kindesalter gesagt, wir wissen gar nicht, ob ihr Kind erwachsen wird. Wahrscheinlich wird ihr Kind nie Kinder bekommen können. Heutzutage hat sich das wirklich so weit geändert, dass wir eigentlich den Patientinnen sagen, dass sie eine ganz normale Familienplanung machen können, selbst mit Unterstützung durch Endokrinologen, aber wir gehen davon aus, dass, und das zeigt auch die Erfahrung, dass die Patientinnen, die Kinderwunsch haben, in der Regel dann auch schwanger werden und erfolgreich entbinden. Der Film zum Thema Familienplanung und Schwangerschaft bei Beta Thalassämie Major ist vorerst der letzte Film auf unserem Kanal. Von mir und dem ganzen Thalassämie-Team erstmal vielen Dank fürs Abonnieren und Schauen. Das Projekt ist uns sehr wichtig und wir haben schon ganz viele neue Ideen für neue Videos, die wir aber noch nicht produziert haben. Es wird also erstmal eine kleine Pause hier auf dem Kanal geben, aber wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video online geht. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch gerne an. Bis dahin, alles Gute, euer Thalassämie-Team.